Eine Brise Inselglück. Ein Winter auf Borkum. Salz in der Luft. Das ist das, was es bei uns auch bewirkt. Einfach frei. Raus in die Natur. Schönheit entdecken. Sorgen hinter sich lassen. Erst wollten wir hier nicht hin. Und hinterher wollte man nicht mehr weg. So, und ich denke mal, mein Töchterchen ist im Anflug. Die müsste gleich hier mit der Fähre da hinten ums Eck kommen. Und dann geht man schon mal hier hin und guckt, wo sie ist. Ne? Wenn sie so die ganze Woche weg ist, guckt man unter Dach schon mal. Ist sie da, ist sie nicht, da ist sie drauf, ist sie nicht drauf. Und dann werden wir sehen. Vor 4 Jahren ist Thomas Kröll mit seiner Familie auf die Insel gezogen. Wegen des gesunden Hochseeklimas für seine kranke Tochter Eva. Wo sind mein Sohn und Leute? Ja, trotzdem. Trotzdem warten, bis die Klappe offen ist. Ja? Ich sag Bescheid, ja? Thomas Kröll ist Lokomotivführer bei der Borkumer Kleinbahn. Seine Tochter Eva ist die Woche über auf dem Festland im Internat. Hallo, mein Kind. Na, was war? Ja. Was war los? Anstrengend. War anstrengend? Ja. Gerd, gute Reise noch, ne? Ja, die Heizung läuft. Ganz entspannt, gut so. So. Eva darf im Führerhaus mitfahren. Boah. Ich muss die Heizung machen. Na, wie war deine Schule? Anstrengend. Anstrengend. Rallye am Montag. Rallye? Und? Es geht. Ja, ist nicht schlimm, in Religion war ich auch nicht gut. Meine Tochter, die jetzt schon 16 Jahre alt ist, hatte schon von Geburt an ein Asthma-Problem. Und wir sind zu der Zeit immer schon hier auf Borkum in Urlaub gefahren. Hatten hier einen Wohnwagen stehen, den wir dann praktisch ganzjährig nutzen konnten. Meine Frau war im Prinzip mit dem Kind die ganze Zeit hier. Und ich war halt in Holzheim und habe da meine Arbeit verrichtet und bin dann am Wochenende immer hin und her gependelt. Und irgendwann lag da mal bei einem Betriebsfest der Kleinbahn so ein Scherz von mir vor. Da habe ich zu meiner Gattin gesagt, weißt du was, wenn die Kleinbahn mal eine Meisterstelle ausschreibt, dann bewerbe ich mich hier. Weil uns gefiel die Insel, für Eva war es gesund. Und die Entscheidung, hierher zu kommen, die war innerhalb von 4 Wochen gefällt. Mit Hausverkauf, mit meinen Eltern Bescheid sagen, mit Schwiegereltern Bescheid sagen. Da war noch eine Menge Arbeit nötig. Ne? Wie ist das für Sie jetzt, dass Sie der Grund sind, dass eigentlich die ganze Familie hier gelandet ist? Also wir sind ja schon vor 4 Jahren oder so hierher gezogen und da war einem das noch gar nicht so richtig so bewusst. Also ich war ja, wie alt war ich, 10 oder? Nee, ich war 12. Und da ist einem das gar nicht so bewusst, dass man die ganze Familie wegen einem dann umzieht so richtig. Und da hinten, das weiße Häuschen, da steht meine Gattin schon. Ne, mit dem Roten. Da sieht Hund und Frau, alles steht da. Ich werde nie so begrüßt, wenn ich nach Hause komme. Reinhold Grigoleit ist eigentlich Westfale. Vor 40 Jahren ist der ehemalige Marinesoldat der Schönheit der Insel erlegen. Ja, aber das ist nicht ganz ungefährlich, ganz schön schön. Also, hier gehen wir auch gelegentlich mal ohne Hose baden. Ja, da sind die wenigsten Badegäste im Sommer. So sind eigentlich meine Tage immer. Ich fliege vielleicht nur einmal im Jahr über die Insel. Aber ich sag, wenn ich hier oben bin und sehe das alles so jetzt vor mir, da kommt schon ein Glücksgefühl auf, gar keine Frage. Borkum ist jetzt seine Heimat. Und er ist nie ohne Fotokamera unterwegs. Immer auf der Suche nach den spektakulärsten Motiven auf seiner Insel. Mit 20 kam Reinhold Grigoleit hierher. Wie sein ehemaliger Kamerad, auch der blieb hier. Und ist heute Leuchtturmwärter für einen Leuchtturm außer Dienst. Das waren jetzt 172 Stufen.
Ja, klein wenig außer Puste, Gott. Ja, ist ein bisschen was, nein. Ja, aber du bist ein bisschen mehr im Training als ich, ne? Ja, Gott, ne? Oh, 3 bis 4 Mal manchmal. Ja. Mensch, haben wir ja sogar die Offshore-Anlage, die neue. Aber dann ist ja immer wieder schön, hier oben zu sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich mach das auch. Jedes Mal ist halt was anderes. Man sieht jedes Mal was Neues. Es sind immer wieder neue Schiffe draußen. 1972 waren wir das erste Mal hier und sind ausgebildet worden in Brake und der Weser und sind dann hier zur Seemannschaftslehrgruppe gekommen und haben dann fürchterlich geschimpft, auf diesen Sandhaufen müssen wir hin, können wir gar nicht am Wochenende nach Hause fahren. Und mit Baukamp war es dann erst so, Mensch, Kerl, wir wollten ja viel lieber nach Kiel, nach Flensburg, zur See fahren. Zur See fahren. Ja. Und dann sind wir beiden hier hängen geblieben. Erst wollten wir hier nicht hin und hinterher wollten wir nicht mehr weg. Das ist Rosamunde Pilcher. Komm hier zurück, komm! Und was wäre eine Insel ohne Liebesgeschichte? Und komm wieder. Da geht's ja hin. Auf nimmer Wiedersehen. Das ist jetzt gefährlich, die loszulassen? Nein, es ist nicht gefährlich. Sie rennt jetzt zur Wasserkante und guckt, was es gibt. Das ist das, was es bei uns auch bewirkt. Einfach frei. Also ich habe ja hier damals Ferien gemacht, habe meinen Mann damals kennengelernt. In den Semesterferien war ich hier auf der Insel und konnte günstig eine Unterkunft bekommen. Und das war eigentlich Zufall. Und dann bin ich später durch die Stadt gelaufen und die Schwiegermutter, also meine spätere Schwiegermutter, hatte ein Geschäft in der Stadt. Ja, und da verkaufte man auch 100 Wasserkarten. Ich glaube, eine habe ich gekauft. Schöne 100 Wasserkarten mit Golddruck, Silberdruck. Und du hast mich angeguckt, als ich den Preis gesagt habe. Ja. Ja, und dann waren diese blauen Augen und also ich für meinen Teil war jedenfalls überwältigt. Ja. Und da war der Preis auch egal. Da war ja der Preis auch egal. Ja, und später haben wir uns dann nochmal getroffen. Im damaligen Bohnche. Das war so eine ganz kleine, süße ganz, Kneipe. Ja, süßes kleine Café. Da hat sie ein Buch gelesen und irgendwann hat man sich dann zusammengerissen, den Mut genommen und sie angesprochen. Genau. Und da war es passiert. Da war es passiert. Sieben Kilometer vom Hafen bis zum Bahnhof. Die Krülls sind zu Hause. Bitte schön. Kannst du ja nehmen. Ich soll deinen Koffer nehmen, ja, ist klar. Nur mal gucken, was draus wird. Fährst du noch mal mit? Wenn wir dann mit der Dampflok fahren? Stimmt. Ja, aber ich möchte mal mitfahren. Ich bin ja auch noch nicht. Ein wagemutiger Schritt, auszuwandern von Neuss auf die Insel. Ja, war schon sehr aufregend, weil es wusste ja keiner. Besonders unsere Eltern wussten ja noch nichts davon. Wir haben das ja noch 2 Wochen geheim gehalten. Bis dass wir die Zusage kriegten, dass mein Mann den Job bekommt. Und dann ging innerhalb von 4 Wochen, haben wir dann alles geregelt. Mein Mann war dann hier drüben. Und wir zwei sind jedes Wochenende hier rüber, bei Wind und bei Wetter. Da hat uns nichts aufgehalten, ne Mausi? Und Sie als Paar müssen auch sicher gut zusammen funktionieren, oder wie ist das? Ja, auf jeden Fall. Wenn das nicht funktioniert, funktioniert alles andere nicht. Natürlich muss man miteinander harmonieren, sonst haut das nicht hin. Wenn man hier auf so einer Insel sitzt, wo man sich auch nicht weit aus dem Weg gehen kann. Klar, man geht in die Richtung, irgendwann stößt man ans Wasser. Wenn man in die Richtung geht, stößt man irgendwann ans Wasser und da kann man nicht voneinander weglaufen. Die Probleme, die hier entstehen, die muss man sofort lösen. Ansonsten geht das in die Hose, ne? Ja. Aber das machen wir jetzt seit 17 Jahren perfekt. Und ja. Das haut schon hin, ne? Wie stellen Sie sich denn Ihre Zukunft vor? Sie werden irgendwann mal von der Insel runtergehen und Ihre Eltern hier zurücklassen. Ja, ich werde irgendwo in eine Großstadt wieder gehen. Später, wenn ich Abi dann mal gemacht habe. Aber wohin weiß ich noch nicht und was weiß ich auch noch nicht. Warum Großstadt? Ist einfach, da gibt es einfach alles. Da kann man einfach alles machen, was man will. Und wenn man hier eine Ausbildung machen will und irgendwas so Spezielles machen will,
findest du hier meistens gar nicht irgendwas mit zum Beispiel, wie heißt das, im Fernsehen so Werbung, da Design und so, das gibt's hier gar nicht, dafür muss man auch rüber. Und deswegen, in der Großstadt hat man einfach die Möglichkeit, dann alles zu machen, was man halt will. Das heißt, Sie haben aber auch Ihr Inselglück hier gefunden, oder nicht? Ja, habe ich auch. Ich habe es auch mitgenommen. Der Marinesoldat von einst, ein Insulaner. Und Vogelkundler, der Freude hat an allem, was fliegt und sich bewegt. Auf dem Wasser und im Wind. Speziell im Winter ist eigentlich hier damit zu rechnen, dass heute noch ein paar Auslandsstecher hier einfliegen werden. Unter Umständen kommen auch noch ein paar Graugänse. Und speziell hier die Ecke ist dafür prädestiniert. Kann man wirklich ganz interessante Aufnahmen machen. Und wenn man dann, ich sag mal, so einen Tag erwischt, wo alles passt, die richtigen Tiere kommen, die richtigen Aufnahmen gemacht werden, dann strahlt das Herz und dann freut man sich. Und wie gesagt, dann geht man zufrieden nach Hause, arbeitet vielleicht die Fotos dann noch ganz schnell am Computer aus. Und wenn man dann ein schönes Endergebnis hat, wie gesagt, dann ist einfach nur innere Zufriedenheit da. Hatten wir nicht beim letzten Mal die kompletten Hebel neu besorgt? Die sind komplett neu gekommen, da haben wir die nämlich auseinandergeschnitten. Kannst du dich doch noch so blass dran erinnern? In Neuss hatte Kfz-Meister Thomas Kröll eine LKW-Werkstatt von seinen Eltern übernommen. Ich mit ihm eben drauf und mess mal eben, ob das noch so weit im grünen Bereich ist. Ich hab mal die vom Vorjahr rausgezogen. Doch die Geschäfte in der Branche liefen nicht mehr rund. Ansonsten sehen die ja so gar nicht schlecht aus, ne? Heute ist er bei der Borkumer Kleinbahn Werkstattleiter. Chef von 20 Mitarbeitern. Mit Blau. Nochmal eine Laufprobe. Ein Scheitern auf der Insel hätte ihn weit zurückgeworfen. Ja, wir wären dann wieder zurück nach Neuss gegangen, da wo wir ja her sind. Und wären dann wahrscheinlich da bei meinen Eltern untergekommen. Und dann hätte ich mir da wieder irgendwo einen anderen Job suchen müssen. Allerdings mit Mitte 40 auf dem Festland nochmal eine Meisterstelle kriegen, ist fast unmöglich. Ich war ja schon froh, dass die Kleinbahn mich in meinem, in Anführungsstrichen, gehobenen Altern eingestellt hat. Nur für die zählte halt eben nicht dieses junge, flexible, mit 25 ohne festen Wohnsitz überall einsetzbar. Für die war halt wichtig, dass man bodenständig ist, dass man halt auch zuverlässig ist und auch ein bisschen Erfahrung mitbringt. So, und deswegen hat man mich hier eingestellt und von der Seite läuft das. Ich muss aber mal eben da bei meinen Männern gucken, da stimmt was nicht. Nee, nicht alle Rohre auf Null setzen. Da müssen wir erst mal gucken, was das für Rohre sind. Du musst hier nur auf 700692 verbuchen. Ja, ja, auf Betriebshof, so. Ja. Mach ich. Ja. Muss ich dann raussuchen, welches Fahrzeug das bekommen hat, ja, dass das auch tatsächlich aufs richtige Auto geht. Ja, alles klar. Herr Kröll, so mit der eigenen Frau im Büro zu arbeiten, wie ist das? Haben wir ja vorher schon gemacht. Bei uns in der alten Firma war sie ja auch bei uns beschäftigt. Und das ging da schon gut. Ist natürlich hier auf engem Raum, wenn man dann zusammen wohnt und auch auf engem Raum zusammen arbeitet. Klar kommen da auch schon mal Reibereien, aber mir gefällt das. Mir gefällt das. Ich finde das klasse. Bleiben Sie denn für immer hier? Ich denke mal, vielleicht nicht. Also wir sind uns da noch nicht so, wir denken jetzt schon oft drüber nach, aber es kann sein, dass wir im Rentenalter aus in der näheren Umgebung aufs Festland gehen. Oder wenn wir hier was Schönes finden, an Häuschen oder Wohnung, dass wir dann doch vielleicht hier bleiben. Also das wissen wir noch nicht. Wir haben ja noch 20 Jahre vor uns. Gott sei Dank. Hoffen wir, ne? Ja, wir machen das tatsächlich davon abhängig, ob die ärztliche Versorgung hier auf der Insel besser wird. Also wenn man jetzt irgendetwas Ernsteres hat oder Ernsteres bekommt, was ja im Alter nur vorkommen kann, dann ist man immer gezwungen, aufs Festland zu fahren. Ja. Und das ist jetzt im Winter natürlich äußerst schwierig. Sie haben ja selber gesehen, da fährt eine Fähre am Tag. Und wenn man dann irgendwo mal mit einem Knieschaden oder irgendwo mit dem Rücken oder sonst irgendwas zu einem Orthopäden will, dann muss man dafür 2 Tage aufs Festland. Die Promenade, die wir hier sehen, die ist etwa in den 1890er Jahren entstanden. Und zwar ist im 19. Jahrhundert der Tourismus hier ziemlich hochgekommen. Ja, das sind auch ganz. Hanna ist 19, ja, und Expertin fürs Wattenmeer. Und die Würmer. Dass da drin sich auch Perlen bilden. Den Wattwurm, der hat ja immer diese Sandkothaufen, wie man hier sieht. Ich
ich bin echt froh, dass ich hier das Jahr mache, weil jeden Tag sieht man doch irgendwie wieder was Neues und habe auch so für mich schon ganz viel gelernt und mache jetzt hier meinen Bundesfreiwilligendienst und bereue es überhaupt nicht. Das ist echt super. Also auch wenn der Winter jetzt einfach ein bisschen ja, leerer ist oder auch ziemlich leer, dann es hat auf jeden Fall was. Das heißt, man muss jetzt hier gucken, dass man immer mal wieder darüber kommt, oder wie ist das? Ja. Ja, die Männchen sind alle ein dunkles Fell mit hellen Punkten. Und die Weibchen, genau umgedreht, die haben ein helles Fell dann mit dunklen Punkten. Im Winter hat man viel mehr Kontakt zu den Menschen dann. Wenn die Leute da sind, dann kann man viel mehr auf die Fragen eingehen. Wenn im Sommer dann Führungen sind, wo dann 20, 30, 40 Leute kommen bei den Außenführungen, wird es dann doch ziemlich schwer, den Überblick zu behalten. So, und du, Süßer, was hast du denn gefunden? Du hast noch keinen Bleistift. Leuchtturm ist gut. Leuchtturm. Muss immer Schweinpinsel. Pinsel mit einer guten Spitze ist wichtig. Ne? Wenn, wenn da schon die Haare so abstehen oder der irgendwie krumm ist, dann ist das immer. Also das Material muss schon irgendwie. Nicole Wenning ist Künstlerin. Sie gibt ja, Malkurse für Kinder in ihrem Atelier am Meer. Einfach erstmal nass machen. Ich habe einen wirklich tollen Standort. Ich kann hier täglich übers Wasser gucken. Und es ist interessant. Ich schaue das Wasser auch wirklich noch jeden Tag an. Wir haben uns das hier aufgebaut und die ersten 6 Wochen waren etwas schwierig. Hier war vorher der Lesesaal drin und die Leute konnten sich da nicht so recht dran gewöhnen, dass wir eben jetzt hier mit einer Malschule aufwarten und Galerie. Ja, und eben, aber es wurde und die Kinder kamen wieder, die Saison fing an und tatsächlich hat es sich über die Jahre wirklich gut entwickelt. Und ich finde auch dieser Raum, der strahlt mittlerweile sowas aus, so hat schon. Hier kann man schon so ein bisschen Kreativität atmen, weil wir hier über 15 Jahre schon ganz viele Kinder und Erwachsene auch gemalt und gedacht haben und sich hier haben inspirieren lassen vom Wasser. Und ja, das macht Spaß. Wenn man das dann so malt, dann kriegt man auch eine gewisse Tiefe ins Bild. Pfütze böse, aber nur böse unten. Nur weil böse unten. Unten. Liebe Pfütze. Nicht böse Pfütze. Also im Winter ist für mich immer sehr spannende Zeit, sind eigentlich auch so die Stürme, die Herbststürme. Dann spürt man wirklich, dass man auf einer Insel lebt und wie abhängig man auch vom Wasser ist. Und heute ist es mal ganz glatt, aber wenn dann wirklich mal brausende See ist oder ablandiger Wind, dann peitscht halt der Wind gegen die Wellen an und dann spritzt es hoch und man hat dann schon, dann weiß man wirklich, dass man hier auf einer Insel lebt, die auch abhängig ist vom Wasser. Und im Winter kommt man natürlich immer mehr, kriegt man immer mehr so das Gefühl, dass man schon außerhalb Deutschland lebt. Naja, eben auf einer Insel und nicht auf dem Festland. Draußen vor Borkum patrouilliert der Seenotrettungskreuzer. Mit an Bord Thomas Kröll. Als Freiwilliger will er die Besatzung unterstützen, Teil des Teams sein. Bist du auch gelernter Lokführer, oder was muss man hier für eine Qualität? Ja, das musst du schon lernen, ne? Ja. Ist auch dasselbe wie hier kann ja auch nicht jeder hingehen, der sich einfach ohne Schein auf dem Schiff setzt. Aber hast du auch einen Fahrdienstleiter, der die Bahn freigibt und sowas? Wie, der Fahrdienstleiter sitzt doch an Land? Wir sind immer, ja, sind ja immer mehrere Leute, ne? Also für mich hier ist erstmal, ich finde das toll, wie die Mannschaft mit einem umgeht. Was mich hier noch sehr interessiert, ist die Technik, die hier ist und vor allen Dingen auch, man kann Menschen helfen, ne? Ja, und es ist hier auf Borkum ja nicht viel, wo man sich engagieren kann. Die Feuerwehr ist eigentlich komplett. Wir haben hier einen sehr guten Zulauf für die Freiwillige Feuerwehr. Und ich fand das hier unten toll. Und auch die Leute, die hier drauf sind, sind toll. Und von der Seite möchte ich dann hier schon mich so freiwillig so ein bisschen einbringen. Und wenn man dann die Chance hat, mit den Kollegen und den Kameraden hier mal mitzufahren, ja, muss man machen, ne? Wer kann das sonst?
Also schon perfekt. Erst vor ein paar Wochen hat Thomas Kröll seinen Bootsführerschein bestanden. Heute soll er zum ersten Mal das Beiboot lenken. Thomas? Ja? Die Steuerung ist ganz empfindlich. Ja, okay. Am besten schön mit der See halten, hinter dem Schiff hinterher. Ja. Die Steuerung ist jetzt ein bisschen anders als auf der Glück auf der Krupp. Ja. Das Boot ist ja auch ein bisschen kleiner. Ja. Sie reagiert spontan, also man muss da wirklich sehr vorsichtig sein. Ja, ich sehe das schon. Und auch die ganze Gasanlage ist alles ein wenig empfindlicher und schnell. Ungewohnt für einen, der sonst Lokomotiven oder sein Wohnmobil steuert. Hohe See. Na, wir haben ja immer noch ein Wohnmobil, aber hier auf einer Insel, wo so viel Wasser drumherum ist, ist im Prinzip ein Wohnmobil nicht praktisch. Da ist ein Boot schon sinnvoller. Und deswegen habe ich mich auch entschieden, den Bootsführerschein zu machen. Und bin jetzt natürlich froh, dass ich meine ersten Bootserfahrungen mit Profis machen kann und weiß, wie es geht. Man muss das hier nämlich echt beherrschen, sonst hat man hier in der Nordsee keine Chance. Und letztendlich, ein Boot ist ja auch nicht viel anders wie ein Wohnmobil, halt nur ohne Räder. Ne? Und ein bisschen schwieriger zu fahren. Also ich habe hohen Respekt vor den Leuten, die das hier machen. Das ist schon eine Herausforderung. Superklasse. Aus, ne? Der kommt ins Wasser, guck mal. Hanna Tröger wohnt weit draußen auf der anderen Seite der Insel. Dort lebt sie den Winter über allein auf einem ausrangierten Feuerschiff. Sie kommt aus Brühl und ist direkt nach dem Abi nach Borkum gegangen. Hier hat sie inzwischen Freunde gefunden. Die zeigen sich beeindruckt von Hannas ungewöhnlicher Unterkunft. Geübt. Ja, ich tausche mein Bett gegen deins. Das nehme ich mit. Ich mag solche Betten. Ein Zivi vor ein paar Jahren, der war 2 Meter groß. Und der musste noch auf dem Boden schlafen. Weil die sind nicht so ganz groß. Ja, cool. Das ist alles. Hat jeder auf jeden Fall sein Zimmer hier. Ja. Ja, sehr gut. Jawohl. Ostfriesentee unter Deck und erste Lebenserfahrungen in der Fremde. Das vereint. Haben wir ja ganz schnell die Post bekommen, dass, wo 2 Freiwillige aus dem Haus Blinkführ geschrieben haben, dass es wieder den Zivi-Stammtisch geben soll, mittwochs abends, weil das traditionellerweise schon so ist, jahrelang. Und dann haben wir uns da getroffen um 9 und dann saßen da bestimmt 15 Freiwillige. 25 Freiwillige hier, die hier ein freiwilliges Jahr machen. Ist das schon so, wenn ich die Gruppe mal frage, das Extremste von der Wohnsituation hier, was die Hanna jetzt erwischt hat hier von dem Ganzen? Ja, auf jeden Fall. Mit dem Fahrrad 6 Kilometer in die Stadt. Also wir anderen, wir wohnen eben so nur 5 Minuten auseinander ungefähr. Und wenn wir zu Hanna wollen, müssen wir halt schon 20 Minuten, eine halbe Stunde sowas fahren. Also es ist schon eine ganze Ecke dann. Ist denn aber das trotzdem was, wo man so neidvoll guckt, wie reizvoll das hier ist, auf so einem Schiff zu wohnen? Oder möchte das manch einer von Ihnen dann gar nicht haben? Es muss schon cool sein, so auf einem Schiff zu sein, aber ich glaube ein ganzes Jahr. Es hat auf jeden Fall was, aber es ist halt wirklich jetzt vor allen Dingen im Winter diese weite Strecke immer. Ja. Wo man einplanen muss, ich muss eine halbe Stunde früher gehen, weil ich ja noch fahren muss. Und ja, das kann dann doch etwas nervig sein. Die Freunde verlassen sie und Hanna bleibt allein an Bord mit den Besonderheiten eines alten Museumsschiffs. Manchmal schon gruselig, geht manchmal im Funkraum das Funkgerät an und dann ist, ich weiß, dass keiner an Bord ist und trotzdem spricht da irgendjemand. Das ist dann schon gruselig. Und sonst das Schiff knackt überall und die Gangway knallt auch immer auf den Boden. Was wird denn so die Zukunft in Ihrem Leben bestimmen? Was sind so Sachen, die passieren könnten bei Ihnen im Leben? Ich habe keine Ahnung. Also ich glaube, ich möchte nicht mehr so weit draußen leben. Also so abgeschieden, sondern schon ein bisschen näher an der Stadt, aber
sonst. Das hat sich also hier schon gezeigt, ne? Ja, dass auf das jeden also Fall. Also so ganz alleine ist es nichts für mich. Da muss schon ein bisschen mehr drumherum sein. Also einfach, dass ein paar Leute permanent da sind und man nicht wirklich hier komplett alleine draußen ist. Reinhold Grigoleit liebt die Einsamkeit. Und seine Frau. Ja, die würde nicht sagen, ob ich den 100. Sonnenuntergang fotografiere. Die würde sagen, warum den 1.000.000. Würde die wahrscheinlich sagen, ob ich noch nicht die Nase voll hätte. Nee, jeder Tag ist ein anderer und jeder Sonnenuntergang ist ein anderer. Deswegen muss man dahin. Warum soll man das Angenehme nicht mit dem Nützlichen verbinden? Angenehm, weil man hier in der freien Natur sitzt, die Sonne untergehen sieht und letztendlich noch ein paar schöne Fotos dabei machen. Was will man noch mehr? Ich gehe mal eben zum Sonnenuntergang. Man vergisst so eigentlich so ein bisschen die Sorgen, die man hat. Man denkt natürlich auch an die Zukunft, aber man sieht alles ein bisschen positiver und sagt, das wird schon. Im Winter entstehen viele Bilder als Vorrat für den Sommer. Dann habe ich einfach auch mehr die Möglichkeit, neue Bilder zu denken und auch für mich ganz viel auszuprobieren. Da warte ich den ganzen Sommer drauf. Also ich male wirklich gerne und freue mich dann auf die Zeit, wo ich dann für mich in Ruhe arbeiten kann. Für mich ist die Freiheit ganz wichtig. Also das Weite schauen können, ich kann schauen bis zum Horizont. Und auf dem Festland war es immer sehr alles so eingeengt, ein bisschen, ja. Und hier habe ich einfach, kann ich frei sein. Ich bin gerne frei. Lauf! Komm her! Du sagst es nicht! Ui! Wie der aussieht, gehört der da ganz hinten hin? Nein. Keine Ahnung. Guck mal. Das eine Schiff steht da immer noch zwischen, ne? Das ist jetzt Rivka, ne? Ja, muss mal gucken. Die Zukunft von Familie Kröll, fest verbunden mit der Insel. Hier ist jetzt unser Zuhause. Ja. Ja, das ist, der Lebensmittelpunkt ist hier. Wir sind hier engagiert. Und deswegen, das ist unser Zuhause und das soll es auch für die nächsten mindestens 20 Jahre auch bleiben. Haben Sie so hier Ihr Glück gefunden? Ja, definitiv. Ja. Definitiv. Das kann man nur bejahen. Geh mal vor, der traut sich nicht. Nee, ich gehe hier lang. Es fängt an! Einfach nur ein super Gefühl und ja, man kann es echt nicht so wirklich beschreiben. Einfach nur toll. Es ist ganz oft, wenn man irgendwie eine Gruppe mit Festländern, die gerade aus der Stadt kommen, mit hat und man kommt die Düne runter an den Strand, das erste ist so, boah, wo ist denn das Ende? Meine Zähne und meine Nase sagen gerade tschüss. Du musst die Fußspitzen so bewegen, die Zehen, dann werden sie nicht direkt zu Eisklumpen.